Ho-ho! Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines 22. Nordfriesischen Match 4 am Sonntag. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Warte mal. Irgendwas. Hier ist schon wieder alles außer Rand und Band. Der Meer ist fertig. Sehr gut. Warum haben wir da vorne Stau? Alarm. Alarmstufe rosa-rot. Es ist schwierig. Steirer Mann, ich wünsche dir eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Genau. Gerne dem Nordic Hero folgen, meine Damen und Herren. Der wird im Held vom Feld 2 Projekt mit am Start sein. Der wird noch wichtig sein für uns. Ich glaube, mit dem Ralf, ne, da werden wir keine Geschäfte mehr machen. Das sieht nicht gut aus für den Ralf. So. Warte mal, wo fangen wir denn? Wo machen wir denn jetzt hier weiter? Ich sehe hier nicht. Lass mal alle Wegpunkte anzeigen. Wo wolltest du nur hin? Ach, du wolltest hier nach oben fahren, ne? Ah! Gut, das macht natürlich jetzt Sinn. Bin für Gespräche bereit? Jo, glaube ich. Nee, alles gut, Ralf. Ich habe ganz viele Angebote am Tisch liegen. Ich muss mir das nochmal durchkalkulieren, wen ich da jetzt, ne? Also, wen ich da jetzt bevorzuge und wen nicht. Ich weiß es noch nicht. Das ist die Sonntagsfolge. Haben wir den dritten Advent heute, meine Damen und Herren? Wenn die Folge online kommt, müsste der dritte Advent sein, ne? Es ist ein Wahnsinn, du. Blöfft nur. Moment, Elu darf nicht mitreden. Bitte Ruhe, bitte Ruhe. So, genau. Der Leute ist angekommen. Und das gehört... Wohin gehört das? Ich habe gesehen, beim Hafen... Das muss ja genau in dem... Oh. Das muss ja genau nebenan sein. Wo ist denn? Ach, doch, guck mal da hinten. Am Ende finden wir beide doch eh wieder zusammen. Aber probier es ruhig erstmal mit dem anderen. Das klingt wie ein schlechtes... Das klingt wie ein Ehepaar, das die goldene Hochzeit hinter sich hat. So muss ich es vorstellen. Ehepaar, goldene Hochzeit. So klingt das, Ralf. Moritz, grüß dich, hallo. Heute in einer Woche kommt hoffentlich meine Frau vom Krankenhaus nach Hause. Das wäre natürlich ein gutes Weihnachtsgeschenk, ne? So fühle ich mich manchmal auch mit dir, Werner. Mhm. Nee, du weißt auf alle Fälle, wie man das macht. Das muss ich sagen, also. Wenn man sich im Platz in meinem Herzen organisiert, bist du der Meister. Da bist du ganz weit vorne. Dankeschön auch für die ganzen Follows. Vielen, vielen Dank. So, 1600 Euro ist halt nichts für ein paar Muscheln, ne? Das muss man mal so sagen. Ist halt einfach nichts. Irgendwer macht hier komische Dinge. Ich bin falsch gefahren. So. Ja, wir könnten das zu Kalk verarbeiten, weiß ich. Aber guck mal, für diese paar tausend Liter oder paar 30.000 Liter brauchst du gar nicht anfangen hier, ne? Aber ich muss sagen, ich freue mich wirklich auf Held von Feld 2. Freue mich wirklich wieder mal. Ich kann es nicht sagen. Dann werde ich gleich wieder geklippt und für überheblich erklärt. Das kann ich nicht machen. Das nächste Ziel ist die Zellstofffabrik. Sag dir, wie es ist. Heute ist Sonntag. Das wird schwierig für die Woche. Tatsächlich ist der Zeitraum für Held vom Feld begrenzt. Da wird aber noch ein Erklärgeschichtchen kommen, wo ihr das ein bisschen erfahren werdet, wie das läuft. Also es ist keine Neverending Story. Das kann ich euch schon mal sagen.
Uncharted hält vom Feld. Ich würde mal so ganz vorsichtig Mitte Dezember sagen. Ohne jetzt ein konkretes Datum zu nennen. Mitte Dezember. Ob du diesmal länger durchhältst als letztes Mal. Ich sag mal so, ich habe diesmal keine Konkurrenz. Mein einziger Konkurrent war ja eigentlich nur der Ron, weißt du? Deswegen fühle ich mich da relativ safe. Aber mal schauen. Ich habe ja auch gehört, es sind Leute dabei, die zu dieser Zeit Urlaub haben. Oh, die Leute, ne? Die Leute, die Urlaub haben, ey, also bitte. Ja, lass uns davon zukommen, ne? Also. Ich bin gespannt. Nee, DEV kommt nicht dazwischen. Ja, könnte sein, aber da muss man gucken. Urlaub, was ist das? Boah, ich sage euch, wie es ist. Ich habe bald Urlaub, ne? Also, das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt, aber ich habe echt bald Urlaub. Also, so eine Woche vor Weihnachten werde ich euch richtig, richtig am Sack gehen. Jo, schauen wir uns gleich an, Feld 66. Ah, 24 Stunden zu nehmen schaffe ich nicht. Das schaffe ich körperlich. Ich bin ein alter Mann. Das schaffe ich, also 6 Stunden, 12 Stunden, ja, könnt ihr mich gerne haben. Aber 24, da liege ich nach 2 Stunden bewusstlos am Boden. Einfach, weil ich weiß, dass ich noch so lange hier sitzen muss. Erster Tag nach dem Urlaub und ich bin schon urlaubsreif. Hey, du könntest Pattys Bruder sein, ne? Ich sag dir, wie es ist. Der sagt auch immer, ich brauche Urlaub. Ja, ja, ja. Auf alle Fälle, Elias. Ich habe noch 4 Wochen krank vor mir. Oh, das klingt nicht gut. Gute Besserung erstmal. Aber wie kannst du das so genau absehen? Also ich will das nicht in Frage stellen. Bitte versteh mich nicht falsch. Patty braucht auch Urlaub im Urlaub. Ja, das ist Patty. Also Patty ist auch wirklich ein sehr... Wie soll ich sagen? Ja, das wäre zu böse, warte. Ja, auch zu böse. Patty ist halt ein sehr aufopfernder Mensch, weißt du? Der braucht auch wirklich Urlaub. Hatte eine OP am Fuß, dauert 6 Wochen. Ey, du kannst die Miete nicht zusammenhauen. Die muss auch noch so lange zu Hause bleiben. Ich hab nichts Falsches gesagt, Patty. Du gehst immer vom Schlechtesten aus, ne? Ich verstehe das nicht. Die Leute denken immer das Schlechteste von mir. Weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wir können den Falco fragen. Falco, grüß dich. Danke dir für deinen Raid, mein Bester. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream beim lieben Falco. Falco, woher kommt das, dass immer jeder denkt, dass ich das Schlechteste für die Leute will? Ich verstehe das nicht. Also ich weiß nicht, wo dieser negative Touch herkommt. Kannst du nicht sagen, ne? Boah, wisst ihr, was ich gerade gedacht habe? Ich hatte gerade die Kamera so, dass ich gedacht habe, die Person hat ein Brett in der Hand. Dabei war es die Linie hinten. Das kann ich nicht unterschreiben. Siehste? Siehste? Also. So, wo ist denn hier mein... Die Hirschfeld-Army. Wunderschönen guten Abend. Shoutout, glaube ich, war schon dran für den lieben Falco. Hatte den schönen Stream? Ich habe gesehen... Bist du heute mit dem Oldtimer rumgefahren, Falco? Oder war das, ein Youngtimer? Es war auf alle Fälle irgendwas Kleines, habe ich so beim Vorbeifahren oder beim Vorbeiscrollen gesehen. Ich habe dann selber den Stream gemacht, deswegen konnte ich nicht lange gucken. Oder war das ein alter Deutz? Irgendwas war ja irgendwas. Alles Youngtimer, so nehme ich. Auch richtig gesehen, ne? Sehr schön, sehr schön. Oh, wir haben da was. Ui. Feld 61. Irgendetwas stimmt mit Hasi. Dankeschön für eure ganzen Follows. Vielen, vielen Dank. Da liegt ein Ballen. Alles Youngtimer. Klingt interessant. Klingt interessant. So, wir müssen jetzt hier mal so ein bisschen aufräumen. Ich weiß, ich muss die Seemaschine noch weggeben. Beziehungsweise zum Hof fahren lassen, aber
Müssten das auch mal ein bisschen aufräumen hier. Der ist noch nicht voll. Perfekt. Freue mich schon auf morgen. Fahre nach München und zurück. Mal, ne? 1214 Kilometer an einem Tag ist doch super. Du, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, ne? Mal schön 10, 12 Stunden im Auto. Ist doch einfach was Herrliches. Sag mal, was habt ihr denn da vorne? Seid ihr schon wieder auf Kuschelkurs? Das kann doch nicht wahr sein. Was macht ihr denn da? Sag mal, kann man euch nicht mal 2 Minuten allein lassen? Das kann doch nicht sein. Graufuchs, grüß dich, hallo. Hier muss ich mal kurz den Papa spielen, du. So, du kommst jetzt zurück. Lass den anderen fahren und dann kannst du fahren. Weil der andere ist abgehauen, ne? Oh, nö. Stopp, halt, stopp. Halt. Oh Gott, bleib doch stehen. Du willst es aber auch, ne? Mein Gott. So, also. Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Hier fahren wir schon zurück. Wir fahren nicht zurück. Ach, da liegt ein Ball unten drin. Ah, der hat einen Bullenfänger, alles okay. So. Jan, ich danke dir nochmal vielmals. Wir sehen uns. Mach es gut, mein Bester. Gut, dann machen wir die Presse wieder an. Den ziehen wir uns mal ganz kurz hier ein bisschen weg. Die Presse machen wir wieder an. Und dann schicken wir den wieder los. Mein Gott, ist er auch ein Wirrwarr hier auf dem Feld. So. Und dann fährst du hier weiter. So. Ist doch eigentlich ganz einfach. Muss man nicht mal Abitur haben für. Läuft. Und hier machen wir weiter mit Sammeln. Puh. Lolli, grüß dich. Hallo. Ach, du bist noch eine Runde gefahren, ohne dass ich es gesehen habe. Ja, wir müssen das Vorgewende wegnehmen, auf alle Fälle, weil da fahren sich die Kollegen hier sehr gerne mal fest. Ja, nach dem Vorgewende wird es besser, ist schon richtig. Aber wie gesagt, wir müssen halt so ein bisschen dagegen halten, weil wenn das Vorgewende frei ist, ist es eigentlich nicht so schlimm. Danke nochmal an die ganzen Raider, die heute reinkamen. Vielen herzlichen Dank euch. Irgendwie fühlt sich mein Hals kratzig an. Ich kann doch jetzt nicht krank werden, das geht doch nicht. Wer von euch war schon mal krank die letzten 3 Wochen? Waren viele krank wahrscheinlich, ne? Mo? Gerade durch. Bin seit 3 Wochen krank. Ich hab's mir so gedacht, ne? Es ist aber auch wieder die Zeit, ne? Jeder hat irgendwie, jeder bringt eine Seuche mit nach Hause. Ah, Corona auch noch mit dabei. Sehr schön. Also nicht schön, aber... Ich glaube, irgendwie wundert man sich auch nicht mehr, dass man irgendwie Corona hat, weil... Früher hast du gedacht so, oh Gott, ich werd sterben. Hilfe, Hilfe. Und jetzt so, oh ja, ich hab Corona. Oh ja, mein Gott. Machst du nichts, ne? Keine Zeit dafür. Ja, Patti, in meinem Stress, ne? In meinem Stress. 2 Krankheitstage in den letzten 12 Jahren. Boah, Iggy. Du kannst bei mir anfangen, ey. Dich würde ich nehmen. Ich habe nur Husten, aber der ist sehr anhänglich. Boah, ich habe meine Mutter... Nee, doch, meine Mutter hat auch Husten gehabt, extrem. Die konnte nicht mal schlafen. Sobald sie sich hingelegt hat, hatte sie so einen Druck auf dem Brustkorb, auf der Lunge... Ich gedacht, sie erstickt im Liegen. Das ist widerlich. Wenn du so halb im Sitzen schlafen musst. Boah. Nee, auf alle Fälle nicht, Leo. Das auf alle Fälle nicht. So. Das haben wir gemacht. Das läuft ja auch lustigerweise, ne? Atemlos durfte ihn. Ja, das trifft tatsächlich sehr gut, du. Das trifft tatsächlich sehr gut. So, Raps haben wir noch zum Ansehen. Feld 53. 53. Zack. Warte mal weg. Warte mal rein. Was ist Kuschert? Kuschert verstehe ich auch nicht. Bitte erklären, Iggy. Was ist Kuschert? Das ist so ein Mittelwort. Nee, Zitata, das heißt Zipfer. Nicht, dass du zugeschrieben hast. Zipfer.
So, das läuft hier tatsächlich, ne? Habe ich den Meer eigentlich schon wieder losgeschickt? Da ist er doch. Alles gut. Ich habe das schon. Ich weiß schon, was du meinst. Gerade gedacht, wann er ankommt. Jetzt kommt er an. Puscheln. Okay. So, da machen wir wieder 4 Vorgänge. Das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Zack, zack. Und los. Gut, ey, wir sind schon wieder fertig für heute, ne? Wo ist die Zeit hin? Meine Damen und Herren, ich danke herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen früh wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Würde mich sehr freuen. Habt noch einen schönen restlichen Sonntag. Genießt das Wochenende. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.